Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Witcher 2. Wir hatten beim letzten Mal ja überlegt, wie wir hier vorgehen sollten. Ob wir jetzt schleichen oder... Also in Anführungsstrichen schleichen durch die Kanalisation. Oder halt... Oh, hallo? Irgendwie durch die... Ey, lass mich doch mal mein Schwert ziehen. Meine Güte. So. Waffe raus. Deckung. Weghauen. Ah, jetzt klappt das auch mal. Mit dem X drücken. Ist ja eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Okay. Das hat jetzt ordentlich Leben gekostet, aber wir haben es überstanden. Und ich glaube, ich bin sogar fast dafür, dass ich es durch die Kanalisation versuche. Können wir dich plündern? Na? Du Elf, du? Da sind auch noch Wachen. Aber die scheinen mir nicht rot angezeigt zu werden. Ich guck mal gerade, was das bringt. Ach, das ist normal. Ach, das sind Nilfgaarder. Ich glaube nicht, dass du Foltest getötet hast. Damit liegst du richtig. Aber die Belohnung? Nimm's nicht persönlich. Du als Hexer verstehst das ja sicher. Noch so ein Schwätzer. Okay. Dann prügeln wir euch erstmal weg. Oh. Ich glaube, wir sollten uns zuerst mal um den Magier kümmern. Au, fuck. Vielleicht nicht genau in die Feuerbälle reinrennen. Ja. Jetzt. Denkt an die Belohnung. Denkt dran, dass ihr sterben werdet. So. Legt euch nicht mit dem Hexer an. Da wird mir noch ein Gegner angezeigt. Haftbefehl. Nett. Die Hose nehme ich mal mit. Und schaue mir das Ganze direkt mal an. Aber wir haben ja auch hier wieder... Was haben wir denn? Plus 1, plus 1. Ne? Ich glaube, ich könnte die mal austauschen. Zack. Und die Hose... deutlich besser, was die Resistenzen halt angeht. So, Rüstung, Questgegenstand. Zum Glück wiegt der ja nichts. Und die sind auch noch relativ viel wert. Ich glaube, dann werden die einfach bei Gelegenheit verkauft. Drahtschuh, da werden wir Holzklotz für unsere tollen Fallen. Ich wusste, dass wir uns wiedersehen. Du schon wieder. Silgrad vergisst Beleidigungen nie. Was willst du? Diesmal zeig ich's dir. Ganz Edirne wird Zeuge sein, was Silgrads Faust vermag. Los, kämpf! Okay, gerne. Dann komm mal hier. Kannst dich mal hier hinlegen. Und dann einmal hier ordentlich in die Fresse. Und zack. Hau bloß ab. Was für eine Schande. War es das jetzt?
So, schön, da hätten wir die Quest auch abgeschlossen. Hier können wir noch eine Runde Würfelpoker spielen. Na, ich will mich trotzdem noch mit dir unterhalten. Ich höre. Ihr seid sicher wegen des Krieges mit Cadwin hier. Sie haben uns nicht zu Nathalies vorgelassen und Radovid hat uns das Treffen verweigert. Es ist ein Skandal. Die Magier öden uns an mit ihrem Beratersystem, aber sie nehmen uns auch nicht ernst. Vielleicht erreicht ja der Fürst etwas, aber ich weiß nicht, ob sie ihn zu den Beratungen zulassen. Henselt hat protestiert. Der Rest hat Angst, ihm zu widersprechen und schließlich sind wir ja offiziell gar nicht hier. Henselt darf sich nicht in eure Angelegenheiten einmischen. Wer will's ihm verbieten? Es wird herumerzählt, der Fürst will die Bauern aus der Fron entlassen. Ein schreckliches Verbrechen. Schlimmer wäre wohl nur noch, die höfische Etikette zu brechen. Die Zauberer würden sich glücklich schätzen, wenn ihr das Abkommen unterzeichnet. Aber wer soll in Wengerberg als Ratgeber fungieren? Sie stellen sich stur und wollen ihren Ratgeber selber bestimmen. Ich glaube aber nicht, dass Saskia damit einverstanden ist. Man weiß es nicht. Dieses Mädchen lässt sich von niemandem lenken. Ich beobachte sie und sehe, wie großartig sie die Armee anführt. Umso größer wäre die Gefahr, wenn es jemandem gelänge, sie zu manipulieren. Ich verstehe nicht. Ich habe nur laut gedacht. Okay, es hat jetzt nicht allzu viel gebracht. Aber hey, so. Adele, schwarzer Hadrian, ich glaube, wir unterhalten uns doch mal mit den Leuten, oder? Was gibt's? Würfelt ihr? Möchtest du spielen? Spielt hier noch jemand? Zwei Zauberer, aber die spielen nicht gegen uns. Nur gegen Meister. Wenn du uns besiegst, wer weiß. Ja, gern. Gegen wen denn? So, fangen wir mal an. Und würfeln nochmal eine Runde. Da ist sicher wohl jemand sehr sicher. So, was haben wir denn? Er hat ein Dreierpärchen und wir haben eine kleine Straße. Dann hoffen wir doch mal auf eine große Straße. Und hepp. War nix. Nee. Wieso habe ich verloren? Ich habe eine verdammte Straße. Ach ja, zwei Pärchen wahrscheinlich, deswegen. Na, versuchen wir das nochmal. Ja, habe ich mit. Ich will eine Revanche. Genau. Spielen wir. Versuchen wir das Ganze nochmal. Hepp. Wieso zählt dieser blöde Würfel nicht, wenn der einfach rausspringt? Sehr ärgerlich. Toll, eins. Ich glaube, das sieht auch. Er hat auch nur ein Einserpärchen. Na, dann hoffen wir mal das Beste. Ich habe echt nur. Das ist ja sau unfair. Na, toll. Kannst du echt knicken hier gerade. Oh, ich habe sogar gewonnen. Mit einem verdammten Einserpärchen. So, haben wir drei. Du hast gewonnen. Ja. Drei Gold rausgeholt. Okay, Schnucki, wie sieht's mit dir aus? Spielen wir? Yep. Hau mal rein. So, hauen wir mal ein bisschen was drauf. Ja. Würfeln wir mal etwas vorsichtiger. Aha. So, das ist dem das nämlich auch mal passiert. Wir haben. Ja, Viererpärchen. Also versuchen wir das nochmal. Zack. Das sieht gut aus. So, da haben wir mal ordentlich Glück gehabt. Du hast Freut gewonnen. Mich. Glückwunsch. Vielen Dank für das Spiel.
So, würfeln wir noch ein bisschen gegen die Zauberer. Ja, bitte. Ich möchte Würfel spielen. Also, spielen wir. Aber sicher. So. Ja, mach du mal. Hopp. Würfel, Würfel. Was hat er denn? Er hat ein 6er und ein 2er Pärchen. Wir haben ein 3er mit 6. 6 Dreier. Sehr gut. Gibst du auf? Jawohl. Du hast gewonnen. Oh ja. Gegen wen könnte ich jetzt spielen? Gegen meine Schülerin. Mit der Zauberei hat sie erst begonnen, aber im Würfelspiel ist sie eine Meisterin. Alles klar. Dann versuchen wir das mal. Adele? Ja? Ich hätte Lust auf ein Würfelspiel. Spielen wir? Aber sowas von. Ja, ja. So, hopp. Zählt jetzt nur... Ich dachte gerade. ja, das sieht echt gar nicht mal so schlecht aus. Was hat sie denn? 1, 3, 4, 5, 6. Große Straße. Könnte mir gefährlich werden. Ne, kleine Straße eigentlich. So, zack. Und weg. Scheinbar zählen die kleinen Straßen hier nicht mehr. Das Geld hast du dir verdient. Gegen wen könnte ich noch spielen? Gegen den unglaublichen Lockhart. Wo finde ich ihn? Treibt sich auf dem Markt herum. Danke. Okay. Damit hätten wir dann das. Da unten werden wieder Wachen. Ich glaube, die lasse ich dann halt auch mal. Und begebe mich dann mal eher Richtung Kanalisation. Da müsste ich aber auch dann die entsprechende Quest mal wieder auswählen. So, die kann ich auch mal noch abhaken. Zack, zack. Wände haben Ohren. Okay, wieso hat sich das jetzt... schade. Die hätte ich nämlich noch ganz gerne gemacht, die Quest. So. Bogengesicht im Namen höhere Wert. Ich glaube, das war's, oder? Ja. Hallo Hund. Ach stimmt, da könnte man dann eventuell irgendwas abbauen. Wir könnten natürlich auch noch einmal nach oben gehen. Sieht aber echt nicht gut aus hier. Muss ich ja mal zugeben. Alles kaputt. Oh, wie süß. Nee, mit eurer Mutter nicht geboren. Ich finde es auch gut, dass der jetzt hier direkt das richtige Schwert ausgewählt hat. Hinlegen. Sterben. Hier in der Ecke ist dann wohl auch nicht mehr allzu viel. Kräuter können wir noch mitnehmen. Eine Zaunrübe. Oh, da unten ist noch jemand zum Reden. Sogar mehrere. Da hinten sind Wachen. Hey, pass doch auf! Was denn? Steckt mal gerade das Schwert weg. Der sei gegrüßt. Kleiner. Sei gegrüßt. Ach, ist das nicht ein wunderbarer Tag? Schon. So, mal gucken, ob wir an den Wachen hier einigermaßen vorbeikommen. Ich denke schon. Viele Hunde hier. Ach, hier ist dann der Marktplatz. Der Held von Vösima. Meine Verehrung.
Man hat also von mir gehört. Ah. Ach, was ihr nicht sagt. Ich arbeite nicht mit Zauberinnen. Das ist keine Aufgabe für mich. Was ist denn hier los? Wollt ihr euch schlagen? Die Kammer hat Duelle untersagt. Du kannst doch nicht einfach kneifen. Wir waren uns einig. Wir haben Verpflichtungen zu erfüllen. Du hast einen Vorschuss eingestrichen. Und den behalte ich auch. Steigt mir bloß nicht nach. Hexer Geralt, welch ein Anblick für die müden Augen. Können wir reden? Ich hatte nicht erwartet, euch wiederzusehen. Hier schon gar nicht. Loch Muin ist ein faszinierender Ort. Besonders für Wissenschaftler. Wir haben eine kleine Expedition unternommen und brauchen Schutz. Von welcher Art Expedition sprechen wir? Wir haben hieb- und stichfeste Beweise, dass das Labor von Ebdea Henna sich in Loch Muin befindet. Wir brauchen einen Bewaffneten, der uns vor dem Abschaum in der Kanalisation beschützt. Die Einzelheiten erfährst du von unserer Auftraggeberin. Einer Zauberin. Erinnert ihr euch noch an den Trank, den ihr mir in Flotsam gegeben habt? Natürlich. Wie geht es mit dem Experiment? Hast du irgendwelche Nebenwirkungen bemerkt? Oder besondere Wechselwirkungen mit anderen Tränken? Ja. Immer wenn ich Schnaps trinke, kriege ich eine Haarzunge. Was hat Dea Henna in dieser Stadt gemacht? Von seinem Fluch der 1000 Genien hat jeder schon gehört. Aber kaum jemand weiß, dass er auch eine Vorliebe für die Geschichte von Loch Muin hatte. Besonders interessierten ihn die Vrans und deren Ende als Zivilisation. In seinen Erinnerungen erwähnt er, dass er sein Archiv hier gelassen hat. So konnten wir sein Labor genau lokalisieren. Das habt ihr geschafft? Die Zauberin hat es geschafft, um genau zu sein. Aber wir sind diejenigen, die alles über Ebdea Henna wissen. Ich habe meine Dissertation über den Mann geschrieben. Um zum Labor zu gelangen, müssen wir die Kanalisation durchqueren. Ich weiß einiges über Monster und über Zauberinnen. Wie heißt denn diese? Es tut mir leid, aber wir können ihren Namen erst preisgeben, wenn du mitmachst. Na dann, war nett mit euch zu reden. Cynthia! Ihr Name ist Cynthia! In Ordnung. Ich helfe euch. Du wirst es nicht bereuen. Wo fangen wir an? Wir haben Zugang zu einer alten Krypta, in der Magier bestattet wurden. Sie liegt unter diesem Turm. Unsere Gefährten erwarten uns dort. So was, die Cynthia ist also auch hierher gekommen. Ich denke, da können wir dann irgendwie zwei Fliegen gerade mit einer Klappe schlagen. Wie sieht's aus? Bist du nun schon eine Zauberin? Das ist nicht so einfach. Die Testierungen allein genügen nicht. Aber Philippa Eilhardt hat mich für ein wichtiges Examen herbestellt. Also bin ich bestimmt bald Zauberin. Examen? Es ist ein Geheimnis. Ich habe keine Ahnung, wie ich mich darauf vorbereiten soll. Ich pauke eben ein bisschen von allem. Dann viel Erfolg. Kann ich dir weiterhin Elixiere und Kräuter abkaufen? Ich bin immer noch Studentin, nicht wahr? Da kann man jeden Urin brauchen. Ich suche Informationen über die wilde Jagd. Hilfst du mir? Die wilde Jagd. Eine Schar von Geisterreitern, die auf Pferdeskeletten über den Himmel rast. Ihre Existenz ist nicht bewiesen, wird aber auch nicht geleugnet. Ach so? Das ist, was ich mir in den Vorlesungen gemerkt habe. Schauen wir mal gerade, was sie zu verkaufen hat. Oder ob wir ein bisschen gerümpelt loswerden können. Ja, zack, so. Genau, das Zeug können wir noch loswerden. Die behalte ich mal noch fix. Ja, ich glaube, das ist die
Bücher bringen jetzt auch nicht so wirklich viel Geld und wiegen ja auch nichts, von daher kann ich die dann auch mal behalten. Ich glaube, die Mutagene könnte ich hier mal verkaufen, oder? Kleines Mutagen der Macht. Weg. Hier die ganzen kleinen werde ich mal weghauen. Ich guck mal, dass ich dann noch ein paar große finde. Weg. 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 Das kann eigentlich auch weg. Das kann weg. Das eigentlich auch. So. Damit wäre dann auch wieder die Folge beendet. Oder es wäre an der Zeit, die Folge zu beenden. Von daher würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und seid beim nächsten Mal dann wieder mit dabei. Bis dahin. Ciao, ciao.